Ja, wir sind die Türkenhuppen oben dran. Wir sind da heute in der alten Gemeinde und dann mit Pulvikinder basteln. Sind alle recht aufgeregt beim Stanzen, Schnei und beim Auspicken dann. Und das Ganze machen wir, damit wir am 5. Jänner anscheinend Glöcklauf machen können in Oberdran. Das Glöcklern gibt es eigentlich in Oberdran schon seit 40 Jahren. Ist ein alter Brauch von Ischl und von Emse. Bei uns ist er von Ischl aufgekommen. Und hat früher mit zwei, drei Gruppen haben wir angefangen, mit einem Bass. Mittlerweile sind wir drei Bassen und rennen mit fast 40 Gruppen dann am 5. Jänner durch den verdunkelten Ort. Dann machen wir unsere Kreise auf der Gemeinde und kehren dann bei den einen oder anderen Wirtshäusern oder bei Privathäusern, dürfen wir einkehren, kriegen einen Tee und eine kleine Jausen. Und das ist eigentlich für Groß und für Klein ein Riesenspaß. Den ganzen Abend sind wir da unterwegs und haben einen Mutzergaudi. Der Grund fürs Glöckellaufen ist eigentlich ein heidnischer Brauch und es werden da die bösen Wintergeister vertrieben und es wird das Frühling willkommen geheißen eigentlich. Der 5. Jänner ist ja eine Rauhnacht und darum wird der glücklich. Herrichten dann wir am 5. Jänner eigentlich dann schon Nachmittag werden die Gruppen aber bekannt und mit neuen Kerzen versehen und ein bisschen ausbessert und um 5 Uhr geht es dann los auf der Gemeinde mit einer kleinen musikalischen Umarmung und dann fangen wir mit unserem Schaulauf an. Ja, und am 5. Jänner haben wir einen kleinen Teestand, wo wir ein Punsch ausschenken und ein paar Keks und darf uns recht freuen, da uns recht viele Leute zuschauen und dann kräftig applaudieren, wenn wir euch ein gutes neues Jahr wünschen.